Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play zu Banjo und Kazooie, oder auch Banjo-Kazooie genannt. Für das damalige N64, heute am 21. Januar 2022, ist dieses Spiel endlich für Nintendo Switch N64 Online rausgekommen, oder N64 Nintendo Switch Online, je nachdem. Und ich habe einfach spontan Bock drauf gehabt, es jetzt Let's Playen zu wollen. Dumm ist halt leider nur, wir kennen es vom N64 Nintendo Switch Online, dass die Spiele halt leider alle auf Englisch sind. Heißt, wir müssen uns hier in dem Spiel leider auch uns irgendwie versuchen, der englischen Sprache mächtig zu machen. Ja, ich kann Keanu jetzt schon lachen hören. Egal, gehen wir es an. Wo sind wir hier nur? Oh mein Gott! Inkpot, Inkpok, bei dem Mensch, who is the nicest looking wench? Why, it's Grunty any day, she really takes my breath away. Yes, you're right, I'm ever proud. My looks stand me out from the crowd. But where is this girl? What? Do you mean this cannot be? There's no one prettier than me. Why, it's Tootie, young and small. She's the prettiest girl of all. No, no, you must be mad. I said Tootie can't be mad. Unfortunately, keine Ahnung, I think you'll find it's Tootie, she's cute and kind. My English is really good. Well, we'll see about this. What are that? Daisy, Tootie, Banjos kleine Schwester, die wir nach diesem Abenteuer meines Wissens nach nie wieder gesehen haben. Bottles, Bottles, der Mann, der nette Maulwurf von nebenan. Alter, dertige Brillengläser. Hey, wer tut hier? What are you going to do today? Ja, was möchtest du heute tun? When my big lazy brother wakes up, we are going on an adventure. Also, wenn mein fauler Bruder endlich aufwacht, machen wir uns auf ein Abenteuer. Ich kann auch versuchen, die Sätze irgendwie auf Deutsch zu übersetzen. So halbwegs. Dann der Schläfer, unser Held. Ja, wach auf! Ich möchte auch auf ein Abenteuer gehen. Ich glaube, im Deutschen sagt Kazooie sowas wie: Wach endlich auf, damit das Spiel beginnen kann. If Tootie thinks she's fairer than me, I'll steal her looks and. Keine Ahnung. Wenn Tootie glaubt, sie ist schöner als ich, dann stehle ich einfach ihre Schönheit. Ist das dein Bruder? Wo, Mr. Maulwurf? Ich kann ihn nicht sehen. Da oben, am Himmel. Ich glaube nicht. Wer ist das? Komm zu mir, du. Komm zu mir, kleine. Zum. Na, no. Lass mich los, du eklige alte Hexe. Jetzt draußen erstmal voll am Catchen. Nicht kratzen, nicht beißen, kleine Bärendame. Oh nein! Sie hat sie entführt. Irgendjemand zu Hilfe! Ja, Banjo, wach endlich auf! Er schläft den Schlaf der Gerechten.
Ja, ja. Was ist denn los, hä? Los, schnell nach draußen, da gibt's Ärger. Und erstmal hingeflogen. Ich finde diese Lache von Grunthill auch wirklich großartig. So, und da sind wir können spielen. Juhu! Ja, das hier ist unser Haus. Ja. Klein und bescheiden mit 3 Mülltonnen, warum auch immer 3. Und ja, es ist ja eigentlich ein Jump'n'Run oder ein Plattformer und man merkt, Banjo ist, naja, was seine Sprungkünste angeht, ist es noch sehr ausbaufähig. Na, Bottles? Na, hör zu, ich bin Bottles, der kurzsichtige Maulwurf. Ja, ich bin Banjo und das hier ist meine Kumpelin Kazooie. Das ist eine komischer Kumpel, Banjo. Na, besser als du. Brillenjunge. Was hat all dieser Lärm da zu bedeuten? Und wo ist meine Schwester Tuti? Die eklige Hexe Grunthilda schwebte vom Himmel herab und hat sie sich geschnappt. Na, ganz ruhig, Gihi. Wir holen sie uns zurück. Wo sind sie hin? Sie ist zu ihrer Berghöhle da geflogen. Es ist sehr gefährlich, so you will probably need some training. So, wir werden einige Instruktionen brauchen, alles klar. Drücke den A-Knopf, wenn ich dir alles beibringen soll, oder drücke B, wenn du meinst, schon alles zu wissen oder so. Ja, ich drücke natürlich den B-Knopf, weil wir kennen ja die ganze Chose. Wir sind am besten ausgerüstet. Nun gut. Hier habt ihr eure Basic Moves. Wir treffen uns an der Spitze des Spiral Mountain, alles klar. Bidu. Ist halt ein bisschen doof, weil die Sätze ein bisschen schnell voranschreiten, da komme ich nicht ganz so hinterher. So, das hier ist unsere Energieeinheit, Honigwaben. I'm a sticky, tasty, honey, irgendwas. Ich bin eine kleine, leckere Honigwabe oder so. So, wir schauen uns erstmal hier noch ein bisschen um hier am Spiral Mountain. Hier gibt es noch ein bisschen was einzusammeln. Ich bin ein extra Honigwabe. Sammle 6 Stück von uns und gewinne dadurch eine extra Energieleiste. Ja, weil momentan sind wir noch ein bisschen schwach auf der Bärenbrust. Hasse Gemüse. Nein, Spaß. So, die ganzen Maulwurfshügel hier, das sind ja eigentlich die Maulwurfshügel von Bottles. Den müssten wir, wenn wir jetzt bestätigt hätten, dass wir das Training möchten, müssten wir die ganzen Maulwurfshügel hier aufsuchen und dann würde Bottles uns nach und nach unsere ganzen Moves hier erklären. Also hier sowas hier wie der Blatterflug von Kazooie oder das wesentlich bessere Springen oder auf Bäume klettern oder sowas. Ja, eben solche Kleinigkeiten. Das hier ist ein extra Leben. Der goldene Banjo, wie Rüdiger sagen würde. Der goldene Banjo für die beste Fels hinterm Wasserfallspringerei geht an Banjo. Oder irgendwie so. Keine Ahnung. Rüdiger ist da wesentlich besser als ich. Sieht doch eigentlich ganz nett aus. Ist da unter Wasser noch irgendwas? Sieht mal nicht so aus. Warum schwebt hier überall Gemüse rum? Überall schwebt, hüpft und läuft Gemüse rum. Ja. Und da oben müssen wir hin. Wo Grunthildas Lair zu ihrem Versteck. Erstmal noch weiter gucken, was es hier noch so gibt. Auch noch so ein Move, der uns von Bottles beigebracht. Den wir von Bottles beigebracht bekommen. Aber wie gesagt, da wir schon nicht von vorgestern sind und das Spiel eigentlich schon mehr oder weniger kennen, wissen wir da schon Bescheid. Ich habe schon immer gewusst, dass Gemüse ungesund ist. Ich muss mich hier erst noch so ein bisschen an die Switch-Steuerung gewöhnen. Vor allem was die C-Knöpfe betrifft, weil da ist es ja bei den Switch-Controllern ein bisschen blöd gemacht, wie ich finde. Aber ich denke, wir sollten damit klarkommen. So, ich glaube, wir haben hier erstmal alles abgegrast. Bin mir jetzt aber nicht sicher, ob ich meine, hier unter Wasser, hier am Berg, wäre noch irgendwas. Schauen wir mal. Ich meine, da wäre noch irgendwo so eine kleine Felsspalte unter Wasser und da... Ja, da sehe ich doch Spaß. Da sehe ich doch schon.
Sehe ich doch schon was. Bin jetzt aber nicht sicher, ob das jetzt schon alles war. Hier am Spiral Mountain. Aber ich würde mal sagen, ja. Haben wir dort schon bei den Baumstümpfen? Eine hier bei den Baumstümpfen waren wir noch nicht. Ich vertue mich jetzt hier bestimmt. Ja, wir waren hier, glaube ich, schon, ja. Gut, jetzt aber hier nicht mehr länger hier rumalbern auf zur Spitze des Spiral Mountain. Dann versuchen wir hier Grundhilda in ihren warzigen Hintern zu treten. Gott, Banjo ist noch so langsam, ja. Ich bin froh, wenn wir unseren Move bekommen, mit dem wir mit Hilfe von Kazooie hier schneller vorankommen. So, und wenn wir hier ein bisschen Skill haben, springen wir einfach hier oben rauf. Bottles, what's going on here? So, ihr seid endlich hier bereit, der Hexer 1 auszuwischen. Ja, sicher. Wo müssen wir lang? Kazooie. Es ist doch offensichtlich, wo wir lang müssen, oder? Überquert die Brücke zu Grundhildas Versteck und passt auf euch auf, wenn ihr drin seid. Ich finde es wirklich schade, dass wir die deutsche Übersetzung nicht haben, weil Grundhilda spricht ja in Reimen. Das hat man bestimmt im Englischen ja schon gemerkt. Ich finde so manche Sprüche, die sind einfach legendär. Alter! Also Grundhilda ist mal so fett da in diese Maschine reingequetscht. Diese Konstruktion macht mich jung und hübsch und Tutti wird hässlich oder so. Lass mich raus, du fette alte Hexe, mein Bruder wird dir sonst den Hintern versohlen. Retten wird er dich nicht oder so. Ach Gott, die Texte, die gehen so schnell, ey. Meine Fresse. Klungo, betätige den Schalter und let's go hier. Banjo, Hilfe! Nein. Keine Sorge, Tutti. Bis die Maschine bereit ist zum Starten, haben wir das Spiel durch. Da ist er ja. Lasst den Spaß beginnen. Meine Tricks und Fallen machen euch das Leben schwer oder so. So, und da haben wir unser erstes Puzzleteil. Hey, ich bin Mr. Puzzleteil oder so, Mr. Jiggy. Jetzt geh los und setz mich in ein Bild ein. Ja, so ein bisschen wie Mario 64, ja, müssen wir hier mit Bildern arbeiten, mit Gemälden, um in die einzelnen Level zu kommen. Ja, so, richtig selbstverliebt hier, meine Fresse. So, was ist denn hier oben? Okay, wir kommen hier noch nicht hoch. Als Kind habe ich ewig mit meiner Schwester drüber gerätselt. Wie kommen wir denn da hoch? Wir kommen da gar nicht hoch. Ja. Hätten wir mal das erste Level gründlicher durchsucht, ne? So, hier ist der Eingang des ersten Levels. Und hier ist auch schon das passende Bild dazu. Zu jedem Level gibt es halt ein passendes Bild und da fehlen Puzzleteile und die müssen wir eben einfügen. Um die Welt zu betreten, schaut auf das Bild und setzt die fehlenden Puzzleteile ein. Wir haben unser erstes gefunden. Brillenjunge. Großartig! Setzt das Stück in das Bild ein und presst den A, ja, drückt den A-Knopf. Oder drückt B, um wieder wegzugehen. That's it! Picture is complete and the door to Mumbo's Mountain is open. Ja, das Bild ist komplett und der Weg zu Mumbo's Mountain ist fertig. Ist offen. Ja. Grundhilda, die Klee. Ich hatte immer mal so einen Comic zu Banjo-Kazooie. Three new moves. Okay, drei neue Moves haben wir hier. Finde meine Maulwurfshügel und ich bringe sie euch bei. Yo. Willst du denn hier? So. Also, was wollte ich sagen? Ich hatte ja mal so einen Comic zu Banjo-Kazooie. Damals aus dem Nintendo-Magazin. Und ich habe das leider nicht mehr. Ich habe den Comic leider nicht mehr. Das finde ich so schade, weil der war eigentlich auch ziemlich witzig. So, wer bist du denn da oben, ne? Ich bin
You saved me! Brunhilde has imprisoned 5 of us Gingos on each world. 3 us all und wir geben dir ein Puzzleteil. Also, diese kleinen Kerlchen nennen sich Gingos. Die gibt's in 5? Ja, 5 verschiedenen Farben. Und die sind alle jeweils einmal hier, also in jeder Welt sind 5 von ihnen versteckt. Brunhilde hat sie da irgendwie eingesperrt oder so und wir müssen sie finden und sie befreien. Wenn wir alle 5 finden, kriegen wir ein Puzzleteil. So, und diese goldenen Noten hier, die sind auch sehr wichtig. Es gibt 100 Stück in jeder Welt und die brauchen wir, denn in Grunthildas Versteck werden wir immer wieder mal Türen finden, die mit, ich nenne es jetzt einfach mal mit Musikmagie versiegelt wurden. Und um diese Magie zu brechen, beziehungsweise diese Türen zu öffnen, damit wir weiter voranschreiten können, brauchen wir eine gewisse Anzahl von Noten. Was mache ich denn da? Ausspringen, nicht weiter tauchen hier. Und ja, in jeder Welt gibt es halt 100 Stück. Der Kniff ist nur halt leider, wenn wir die Welt verlassen, ohne alle 100 Noten gesammelt zu haben, dann wird diese Anzahl nicht wirklich gespeichert, sondern wir müssen, um wirklich alle 100 Noten dann zu sammeln, müssen wir sie quasi alle in einem Rutsch sammeln. Bevor wir eine Welt wieder verlassen, sollten wir am besten 100 Noten sammeln. Also, alle. Wie viele wollen wir? Alle. So. Muss ich nochmal kurz gucken. Vor lauter Quatschen war ich jetzt ein bisschen abgelenkt hier. Okay, den Ginger haben wir hier. Blablabla. Da kommen wir später hin. Okay. Alles klar. Ich würde sagen, hier war doch ein Stier. Stier? Na, wer bist du denn? Na, go away, leave my honey, comes. Okay, ich bin, ja, lasst mich in Ruhe. Ich will meine Honigwaben behalten und denke mir so, leck mich, gib mir deine Honigwaben, ich brauche Energie. Okay, den Stier können wir nicht wirklich besiegen. Den können wir nur außer Gefecht setzen für kurze Zeit. Na, wer bist du denn? This is a Congas tree. He hit bear with orange. Ja, das ist Congas Baum hier mit Orangen. Lasst meine Orangen in Ruhe. Oh. Den müssen wir jetzt dazu bringen, dass er die Orangen hier auf diese Plattform wirft. Trottel. Oh, clever bear. Find Congas Gold. Ja, ich habe dein Gold gefunden. You must search for 10 of us on each world. We'll help you progress through the Witch's Lair. Also in jeder Welt gibt es 10 Puzzleteile und die helfen uns dann auch hier weiter in Brunhildas Versteck hier weiter voranzuschreiten. You're ready to leave this world, return to the start area and stand on the exit pad. Also wenn wir die Welt verlassen wollen, sollen wir zurück zum Start gehen und uns auf das Portal-Plattform-Dings darstellen. Chibi hungry, wants orange now. Okay, du bist Chibi, du willst eine Orange. Kriegst du eine Orange. Moment. So, eine Orange gesnackt. Hey, that's Congas Orange. Put it back. Nein. Yum, Orange are nice. Ah, Orangen sind lecker. Oh, Chibi mag Congas Orangen. Chibi will dicken Bären helfen. Hast du mich gerade dick genannt? Du Diddy Kong ohne Klamotten? Nice. Warum frisst Kazooie eigentlich die ganzen Puzzleteile? Ist das nicht irgendwie Darmverstopfung? So, und diese netten Eierchen hier, die sind auch sehr wichtig für uns. Wir sind Eier. Kazooie kann lernen, uns als Geschoss zu verwenden. Ah. Ich kann pokern. Mi Mumbo's Token, used for Mumbo Magic. Okay, also Mumbo's Token und die brauchen wir, damit Mumbo seine Magie nutzen kann. Mumbo, den werden wir auch noch kennenlernen. Das hier heißt nicht umsonst Mumbo's Mountain. So, Bottles. Dann teach uns mal. Time for the buzzer to learn the ancient ways of the egg. I'm listening. Beetle Brief. Beetle Brief. Halte den Z-Knopf und drücke einen der C-Knöpfe, um ein Ei auszukotzen bzw. zum Schießen. Hey, klingt cool.
Yeah. Press the button Z instead and you can shoot them out from behind. Sheesh, sounds painful. I wish I'd never asked. Ja. Bird Brain can carry. Okay, das Federhirn kann 100 Eier mit sich tragen. Okay. Ja, Bottles ist okay. Komm, komm, komm. Den Zuschauern das besser erklären. Ja, er gibt uns noch schnell hier 50 Eier. Zum Ausprobieren. So, okay. Also, schauen wir mal. So, wir müssen jetzt Konga hier erstmal so ein paar Eier um die Ohren hauen. Ja? Wow! Hui! Hui! Jetzt aber schnell! Hopp, 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 hopp. Yes! Bär besiegt Konga. Me give Preis. Ich gebe Preis an Bär. Ist klar. Danke, Konga. Der Dick. Ist der Dickmann. Ich mag dieses Geräusch von Banjo.